Der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Thema wird ja in der Tat in schöner, reflexartiger Regelmäßigkeit hier wieder aufgerufen, wird versucht, dieses zu skandalisieren, populistisch und alarmistisch aufzublasen. Ich möchte mal deshalb eingangs ein paar Bemerkungen noch mal auch zu Zahlen und Fakten machen. Kollege van Aken sprach vorher von unfassbar hohen Rüstungsexporten. Und es wurde hier von Rekord zu Rekord und von Anstieg und was weiß ich was gesprochen. Fakt ist, dass im Zeitraum von 2005 bis 2015, also in den letzten 10 Jahren, der Anteil der Kriegswaffen, und ich differenziere jetzt, es wird ja hier auch Äpfel mit Eiern und Birnen und was weiß ich was in einen Topf geworfen, aber das ist ja Absicht, weil ich unterstelle da, dass man intellektuell wahrscheinlich schon, wenn man es möchte, in der Lage wäre, zu differenzieren. Man möchte es aber gar nicht, weil es passt einem ja nicht ins Konzept. Also ich rede jetzt mal von den Kriegswaffen, das sind nämlich die Waffen, die wirklich dann auch zum Kampf sozusagen, zum Einsatz kommen können, die ihr angeblich so unverantwortlich hier exportiert werden. Der Anteil der Kriegswaffenausfuhren Deutschlands hat sich in absoluten Zahlen in den letzten 10 Jahren quasi nicht erhöht. Es ist gleich geblieben. In relativen Zahlen hat es sich sogar halbiert, nämlich von 0,26%, das ist nachzulesen im Rüstungsexportbericht, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Zahlen stimmen, ich habe es nicht nachgerechnet, gehe mal davon aus, dass die Bundesregierung richtig rechnet. Wenn Sie den zur Hand nehmen, Seite 30, Seite 31 des Berichts von dieser Woche, können Sie das nachschauen, hat sich der relative Anteil der Kriegswaffenexporte von 2005 bis 2015 halbiert. Von 0,26% auf 0,13%. Ja, nein, vom Gesamtexport reduziert. So, und wenn wir jetzt mal, nehme ich mal die globalen Rüstungsexporte, das sind dann auch Minenräumfahrzeuge, Wassertanks oder irgendwelche Maschinen mit dabei, die im Übrigen 2/3 der Ausfuhren ausmachen, während die Kriegswaffen nur 1/3 der Ausfuhren ausmachen. Dann haben sich im Zeitraum von 2011 bis 2015, in den letzten 5 Jahren, diese Exporte um 14% weltweit erhöht. Der Anteil Deutschlands ist im Gegensatz zu 2006 bis 2010 in diesem Zeitraum von 11% auf 4,7% zurückgegangen. Hat sich also mehr als halbiert. Und. Das sind die Zahlen und Fakten. Und wie Sie hier von einer Rekord- ich komme gleich noch drauf, dann können Sie sich dann ja daran ausarbeiten, weil ich finde es nicht erfreulich. Sie müssten ja eigentlich jubeln, wenn sich diese Zahlen reduziert haben. Aber das machen Sie nicht. Im Gegenteil, Sie skandalisieren es weiter, obwohl es in der Sache definitiv falsch ist. So, jetzt aber mal zu den Lösungsansätzen. Was sind denn Rüstungsexporte und Kriegswaffenexporte? Sie sind Teil zuvorderst und in allererster Linie unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Selbstverständlich verfolgen wir, glaube ich, mit großer Mehrheit hier im Hause zuallererst und zuvorderst multilaterale Ansätze im Rahmen der UN oder im Rahmen anderer internationaler Zusammenarbeit, die vor allem auch natürlich mit friedlichen Mitteln, mit Entwicklungshilfe, mit anderen unterstützenden Maßnahmen vorgeht. Aber trotzdem werden die Probleme der Welt nicht durch Schönreden oder durch Wegducken angesprochen. Der Kollege Wiltsch hat es angesprochen und ich fand es, Kollege Hampel hat es, glaube ich, angesprochen, sehr treffend. Wegschauen und nicht liefern
und den Kopf in den Sand stecken ist oftmals die schlechtere und die unverantwortliche Lösung der Welt gegenüber, während wir hier unsere politischen Debatten, die rein binnenorientiert sind, führen. Jetzt sind wir uns auch einig, dass es Probleme gibt, und wir machen auch was. Wenn ich es richtig weiß, haben wir im Moment 16 Missionen der Bundeswehr. Wir haben gerade gestern Abend ein Mandat wieder verlängert. 16 Missionen der Bundeswehr in der Welt, wo wir einen Beitrag dazu leisten, dass Sicherheit erhalten wird, Sicherheit zum Teil aber auch erst geschaffen wird. Da sind wir uns ja einig. Ohne Sicherheit gibt es nämlich auch keine Entwicklung. Und ohne Entwicklung, ohne Arbeitsplätze, ohne Wachstum gibt es auch entsprechend keine Menschenrechte. Diese Abfolge ist historisch und auch heute in den Ländern ja zu sehen. Fordern Sie jetzt, dass die Bundeswehr, dass wir noch mehr Auslandseinsätze machen? Dass wir noch mehr internationalen Verbund machen? Diese Forderung wäre konsequent. Die erheben Sie aber nicht. Nein, Sie sagen dann, und jetzt kommen wir mal in der Abschichtung dazu, dort, wo wir nämlich nicht selber überall sein können, um Frieden zu schaffen und Frieden zu erhalten, haben wir Partner und Verbündete, die es zum Teil seit Jahrzehnten sind, die nicht immer unseren Standards entsprechen, die vielleicht auch eine andere Historie haben. Aber sie sorgen dafür, dass Stabilität erhalten wird, dass Sicherheit erhalten wird und dass dann Wachstum und auch Menschenrechte sich auch dort entwickeln können. Und das gilt auch für viele verlässliche Partner in Arabien, so auch für Saudi-Arabien auf der arabischen Halbinsel. Wenn Sie sehen, was dort in den letzten Jahren passiert ist, Wahlen, Rechtsquellen, Beteiligung, Mitwirkung der Frauen, dann ist es nicht das, was wir uns in Deutschland wünschen, vorstellen und erreicht haben. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich persönlich bin froh und sage das in aller Offenheit und Deutlichkeit, dass Saudi-Arabien dafür sorgt, dass auf der arabischen Halbinsel im Jemen dort das Menschentöten und der Bürgerkrieg beendet wird. Ich halte das für richtig. Ich halte das für richtig und bin da froh drüber, dass die, bin da froh, dass die dieses machen und wir nicht hier mit Schönreden dieser Rede. Die Jesiden im Irak, die Kurden sind vorher angesprochen worden. Andere machen es. Wenn wir sie dann aber im Stich lassen und ihnen nicht die Ausrüstung geben, um diese Aufgabe wahrzunehmen, wie sollen sie sie denn erledigen dann? In Mali machen wir es nämlich so. Dort sagen wir, jawohl, dort soll das staatliche Sicherheitsmonopol hergestellt werden, bilden sie auch aus, aber Waffen, und da brauchen sie Kriegswaffen, nicht nur Wassertanks für die Wüste, die liefern wir ihnen natürlich nicht. Und da muss ich sagen, wer ist jetzt inkonsequent, wer ist scheinheilig? Und deshalb ist in der Tat ein Systemwechsel nötig. Verbot ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung, sondern wir müssen den in der Tat viel zu restriktive Handhabung, die wir hier in Deutschland haben, überdenken, und zwar aus politischen Gründen. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen und Arbeitsplatzgründen, ich glaube, die Zahlen habe ich dargelegt, können Sie ja alle nachlesen. Sondern es geht darum, in erster Linie Außen- und Sicherheitspolitik, dann müssen wir auch innovationsfähig bleiben, wir brauchen Kernkompetenzen, damit wir selber unabhängig bleiben und unsere Sicherheit gewährleisten können. Und wir müssen auch verlässlich sein und wir müssen partnerschaftlich dies organisieren können. Deshalb wurde vorher Wolfgang Schäuble erwähnt, er hat 100% recht natürlich, wie in fast allen Fragen er immer 100% recht hat und dann auch recht irgendwann bekommt. Ja? In der Europäisierung haben wir hier gesagt, jawohl, wir wollen eine Europäisierung, aber die Europäisierung darf natürlich nur sein nach unseren Standards, wenn nicht alle anderen so mitmachen, wie wir es gern hätten, dann funktioniert die Europäisierung nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen in Europa, und das ist auch aktueller denn je im Moment, eine Außen- und Sicherheitspolitik definieren, die wir wollen, die wir anstreben. Und dann müssen wir auch die Instrumente dafür einsetzen. Und da gehört auch ein Verantwortlicher, diesen Kriterien entsprechende Rüstungs- und Kriegswaffenexportpolitik dazu, aber nicht mit nationalem Sonderweg. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern
international und europäisch eingebunden. Das ist die Aufgabe, und dieser Systemwechsel ist notwendig und nicht ein populistisches, alarmistisches Verbot, das weder politisch noch den Menschen in der Welt weiterhilft. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Matthias.